Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blocki und Schlovi. Und wir befinden uns heute im größten Einkaufscenter in Mallorca. Hier hat uns der liebe Felix hingebracht. Und hinter mir seht ihr Ben & Jerry's. Einfach einen Ben & Jerry's Eisshop. Da würde man sagen, wir. Eine Filiale, sagen wir mal. Eine Filiale, ja, ein richtig großer Laden hier, wo es alle möglichen Sorten von Ben & Jerry's gibt. Und wir lassen jetzt einfach durchlaufen, nehmen euch mit. Hinten wartet der Felix schon und wir kredenzen uns jetzt hier einmal durch. Ja, wir schauen mal, komm. Was gibt's denn hier? So. Cups and Calls to go, also... Ganz ja. Normale Waffeln halt, ne, mit Eiskugeln. Krebs gibt es. Salatkrebs, Waffeln mit Eis gibt. Oh, ah, Kuchen, hier, guck mal. Ben & Jerry's Shakes. So ein bisschen auf Rap gemacht. Und ich glaube auch irgendwelche Menüs. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch Kuchen, Shakes, alles am Start, alles von Ben & Jerry's. Ja, Mann, guck mal. Aber hier gibt es auch 100 Brauch Serrano-Schinken, oder? Wundert mich nicht, wenn es hier sogar Serrano-Schinken-Eis gibt, Digga. Aber hier gibt es auch ganz normale Sachen zum Frühstück. Das hier alles, ne? Zusammen, guck mal, ein Sandwich. Plus Getränk, plus ein Kaffee, plus 9,90 €? Ey, was? Also ich hab gerade gesehen, die haben so eine Art Menü hier. Ja. Ja, haben wir auch gerade gesehen. Ja, Kaffee habe ich mir schon bestellt, einen Saft, einen, was weiß ich, einen Donut und dann noch für 2 Jahr mehr kriegst du eine Kugel Eis. Weil die kostet schon 2,80 €. Also Schnapper ist hier nicht, aber ist halt Gastro, die müssen halt aufschlagen. Ne? Also ich werde mir wohl so einen Croissant hier holen, Saft, Kaffee für 4,80 € und eine Kugel Eis. Aber das Eis ist halt geil, ne? Das ist halt nicht dieses Mülleis, was so verfleiert ist. 4,80 € ist doch nicht billig, Digga. Das ist, was du jetzt da alles kriegst, bin mal gespannt. In Deutschland zahlst du für einen Cappuccino ja schon 3,80 €, oder? Ja, voll. Aufpreis ist 2 Euro, dann kriegst du noch eine Kugel Eis, ja? Ja. Achso, du kriegst jetzt kein Orangensaft. Esse Café por Seaki denn wohl, ne? Ein Menü? Si. Esse Café ist Essig, oder? Yo puedo pedir Espresso? No, esse por Leche, esse Ah, da gibt es einen Espresso quasi zu. Kaffee Solo. Ja, also ich glaube, ich nehme nur einen Kaffee. Du kannst mir einen Kaffee bestellen und ich nehme einfach mal hier so einen Sundae. Was nimmst du, Schlurri? Willst du mal eine Waffel probieren? Ich hätte ja eine Waffel oder vielleicht so einen Shake mit verschiedenen Kugeln oder so. Ich weiß nicht. Oder hier so ein Crepe-Dinger. Ein Crepe, ja. Ich möchte einen Crepe und ich möchte einen Eisbecher mit 3 verschiedenen Kugeln Eis und hier sowas. Sagst du das bitte an? Frag mal lieber Felix. El Quiero un Sundae. Son tres bolas, oder? Ah, das ist ein Sundae, okay. Ja, okay. Genau, mit 2 Kugeln. 2 Geschmacksrichtungen kannst du mit. Da hast du Sahne mit bei und Topping. Ah, okay, okay. Warte, unbedingt Sahne und Topping? Ich glaube, ich nehme einfach nur 3 Kugeln Eis, kannst du ja sagen. Ich glaube, Sahne und Topping brauche ich gar nicht. Und hätte gerne noch einen Kaffee dazu. Kaffee con leche? Bitte? Kaffee con leche, mit Milch? Ja, mit Milch, bitte, genau. Weil Ecke und Kaffee con leche. Hat sie auch einen kalten Kaffee? Du pulst das ja einen Kaffee frio. Si. Kaffee con leche con hielo y tres bolas así. Genau. Kalten Kaffee hat sie? Dann würde ich auch einen kalten Kaffee nehmen. Ja, Eis rein. Genau, Eis, genau. Ja, ich würde auch einen kalten Kaffee auch nehmen. Nicht. Hm. Aber ich nehme hier keinen Kaffee. Ich glaube, ich trinke bei Starbucks ein. Mach keinen. Ich teste hier nur das Eis. Dann willst du einen Kaffee, Digga. Ich trinke 100 pro jetzt hier einen Kaffee. Ja? Mit Milch? Ja, ja. Okay. Mit Milch. Ein Kaffee mit Milch. Un café con leche frío. Bei tres bolas, tres sabores und un... Also, der liebe Schlurri. Du willst keine Waffel, ne? Nee. So, du kannst doch alles in der Waffel essen oder alles da drin, oder wie? Willst du Waffel oder Becher? Ich nehme Becher. Ich spare ein bisschen Kalorien heute, würde ich sagen. 3 Kugeln Eis. Genau. Ich würde sagen, was es in Deutschland nicht gibt. Auf jeden Fall Pappen, Popcorn. Popcorn? Ich liebe 100 Buttercups. Das ist so geil. Ja, aber das kennt ja jeder. Achso. Cherry Garcia, Digga? Cherry Garcia? Ja, Mann, auf jeden Fall. Cherry Garcia habe ich in Deutschland auf jeden Fall noch nicht gesehen. Und das sieht einfach lecker aus hier. Vanille, Pecan, Blondie. Blondie. Blondie, Brownie. Blondie, Brownie. Vanille, Pecan, Blondie, okay. Ja. Die Reste kennt man ja sozusagen, ne? Ja. Caramel Chew Chew. Danke, danke, danke. Das sieht nice aus. Nein. Für dich gibt's einen Crepe, ja? Für mich gibt's einen fiesen Crepe, Digga. Dann nehme ich so einen Sundae. Obwohl, das ist Schwachsinn, weil da kriegst du 3 Kugeln, Alter. Ich weiß auch nicht, was kostet hier eine Kugel Eis, Digga? 2,80 €? Eine. Boah, ist nicht ernst. Also 3,650 €. Boah, was ist das denn? Gucken wir mal. Das sind schon große Kugeln. Ja, für 2,80 €. Der Kraft vom Alle. Yeah. Ja? Was meinst du auf der Kette mit Nutella oder was? Was gibt's noch? Nutella, Karamell, hier einmal. Eis. Ich nehme Eis. Con hielo. Ja, con helado. Eis, jetzt hätte ich dir fast einen mit dem Eiswürfel bestellt. Ja, so wie das da drauf ist eigentlich. Ecke und Crepe Comor. Da ist doch Eis drauf. Und eine Bombe der Kalorias. Ja, eine Kalorienbombe, habe ich auch verstanden.
der riecht richtig vanillig. Ist der Nutella? Ja. Ordentliche Kalorien-Nummer. Aber sorgfältig, sauber, ohne Plätschern. Der wird jetzt genau so gemacht, wie ihr das auf dem Bild da vorne gesehen habt. Bitte? Die Leute haben wahrscheinlich noch nie gesehen, wo Crepe gemacht wurde, wa? Sicherlich noch nicht. Deswegen wollte ich das ja mal zeigen, wie der Crepe hier so angefertigt wird. Aber ich glaube, die Leute haben noch nie gesehen, wie jemand ein Eis isst. Ja, man kann sich vielleicht dabei ein bisschen unterhalten mit den Leuten. Na dann erzähl doch mal, mein Herzblatt. Wir sind hier im größten Einkaufscenter von Mallorca. Ich habe alles, wie auch in Deutschland. JD, Foodlocker, H&M, ein riesengroßer Einkaufsladen. Felix. Wie kommt man denn am besten hier hin? Bitte? Wie kommt man am besten hier hin? Wenn ihr zum Beispiel von der Playa de Palma kommt, fahrt ihr auf der Autobahn Richtung Flughafen, fahrt am Flughafen vorbei und dann seht ihr schon rechts das Fun Einkaufszentrum. Wenn nicht, ist die Adresse einmal in der Beschreibung auch noch. So. Hier gibt's alles, ne? Hier gibt's im Prinzip alles, ja. Wir waren letztes Mal hier im Outlet, da gibt es noch ein bisschen andere Sachen, aber hier bekommt ihr echt alles. Blödes Beispiel, kannst du dir bei Decathlon eine Taucherbrille kaufen, wenn du schnorcheln willst. Hier kannst du Klamotten shoppen. Hier ist ja eigentlich der geilste Supermarkt, finde ich, der größte. Du kannst halt alles kaufen, was es gibt. Das ist einer so deiner Favoriten hier auf der Insel. Jede Woche mindestens einmal hier. Wie schmeckt eigentlich das Eis jetzt drin? Du hast ja jetzt ein bisschen reingearbeitet ins Eis. Reingearbeitet. Er tut so, als wenn es ein Döner wäre, Digga. Na? Mm. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es ein paar mehr andere Sorten gibt als in Deutschland hier. Na, ich bin so der Ben & Jerry's Fan. Ich finde, das Eis schmeckt immer so an gar nichts. Und in den Cups ist alles immer zu groß drin so. Und zu viel. Ja, ja. Und diese ganzen riesen Stücke. Ich finde Häagen Dazs geiler. Du sei mal ganz ruhig. Du hast immer gesagt, dass du Ben & Jerry's geil findest. Was habe ich gesagt? Was du gut findest. Dass ich Ben & Jerry's geil finde. Ich habe von Anfang an auch gesagt, dass mir die Stücke immer viel zu groß sind. Die Eiscreme an sich fand ich ganz geil. Und schlagen. Spuck hier rum, ey. So richtig zwei Männer, die sich so aufregen. Ui, gracias. So viel, was hast du denn jetzt genommen? Du hast Cherry das hier genommen, was hast du ausgesucht? Ben & Jerry's am geilsten? Ich finde Ben & Jerry's geiler als Häagen Dazs. Und ich habe schon tonnenweise davon gefressen. Aber von der Eisqualität auf jeden Fall nicht. Nö, ist schon geil. Allein Cookie Doo, der Klassiker, ist schon geil, Mann. Also wenn es hier im Supermarkt 2 für 1 gibt, Mallorquina halt, ne? Was willst du dazu noch sagen? Kalorientechnisch hoch angepriesen, würde ich mal sagen. Gracias. Der Crepe hat richtig nach Vanille gerochen, Digga, als die Dinge gemacht hat. Richtig lecker. Was hat dir denn bis jetzt hier am besten gefallen? Also was gefällt dir denn am besten an Mallorca? Nicht einfach nur eine Stumpf hier rum. Erzähl mal ein bisschen was von dir und so. Am besten finde ich so oder so Joaquin. Du redest nicht immer nur vom Fressen. Joaquin, hundertprozentig. Dieses Etablissement. Redest nicht immer nur vom Fressen, an Mallorca. Ist ja auch nicht. Ich rede von Joaquin, nicht mal von seinem Essen. Digga, ich liebe ihn einfach. Ich könnte ihn knuddeln, umarmen. Keine Ahnung. Digga, weißt du, was ich am schönsten finde? Hat zwar auch wieder was mit Essen zu tun, aber das Frühstücken hier. Mit dem Meeresblick, dieses Wellenrauschen zu hören, in diese Sonne zu blicken, in diese viel zu grelle Sonne hier auf der Insel. Das mag ich sehr. So wie quatschst du, als hätte er die Insel noch gar nicht gesehen, ne? Wieso? Sondern nur im Supermarkt und ins Essen rein geguckt. Ja, ja. Und die Auswahl im Supermarkt finde ich auch super. Also. Finde ich aber krass, muss man aber auch ehrlich sagen. Wie gerne gehen wir? Schöner Mallorca finde ich zum Beispiel, dass man so schnell da ist. Also innerhalb von 2 Stunden geführt, wenn du einpennst im Flugzeug, bist du wieder wach und bist in Mallorca. Quasi in 10 Minuten auf so einer schönen Insel, wo man eigentlich alles kriegt. Auf einer Seite hat man die Berge, auf der anderen Seite das schöne Meer, der mediterrane Flavor und die Leute hier, sehr, sehr freundlich. Und du redest nur vom Fressen hier. Voll. Frag ihn, was findet der an Mallorca schön? Was findest du denn an Mallorca toll? Was ich an Mallorca am besten finde, dass du hier total den nationalen Mischmasch hast, also ultra multikulturell und dass die Leute halt anders drauf sind. Ne? Also wenn ich in Bremen jemanden am Rempel haue, der mir auf die Fresse und hier entschuldigen sich beide. Ja. Kein Witz. Das ist wirklich Kontrast hier. Mhm. Auf jeden Fall. Also wie die Autofahrer hier auch sind zu den Fußgängern und so, das ist wirklich krass. Ja, langt hier richtig zu. Aber auch die jungen Leute hier, finde ich, ne? Die Jugendlichen, auch die Jugendlichen in Spanien, total entspannt, weltoffen und freundlich und entspannt. Das hast du hier gar nicht, ja? Das ist diese Aggression hier halt nicht, ne? Ja. Also, aber woran liegt das? Meinst du, es liegt an der Lage, dem Meer, dem Wetter? So ein bisschen, dass hier alle... Ja, die nehmen halt auch vieles lockerer, ne? Die sind ein bisschen... Also ich musste hier mal meinen Führerschein tauschen und bin dann nach 6 Monaten wieder hin mit meinem besten Kumpel. Sein Führerschein war fertig und mein Formular lag halt oben im Regal noch. Nur mal so zum Thema, wie das hier alles läuft, Digga. Dauert ein bisschen. Mein Eis ist schon weggeschmolzen komplett, aber... Ja, komm, oh... Mmh.
Ja, du tust immer so, als ob ich der traurigste Mensch der Welt bin. Ich habe doch nur gesagt, dass mein Eis komplett weggeschmolzen ist an der Seite. Ich habe gar nicht traurig geredet, nur gesagt. Die größte Mühlenmiet-Folge kommt ja, ist ja gestern Abend gekommen. Die müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Wo ich entscheiden musste, was Schlubi einen Tag lang isst. Will die sagen, das sind ein paar Kalorien auf der Gabel gerade, oder? Schmeckt halt nach Eis und Crepe, ne? Also der Kuchen ist. Wir wollten euch einfach mal den Laden hier zeigen. Nach sehr guten Eis und sehr guten Crepe übrigens. Ja. Der Karottenkuchen ist echt geil. Davon hast du erzählt gehabt, uns mal, dass du nur wegen dem Karottenkuchen irgendwie auch mal zu einem Laden irgendwie gegangen bist. Und hast irgendwas mal von einem Karottenkuchen erzählt. Aber das war ein anderer Mensch, Bruder. Ja? Du hast irgendwas mal gesagt vom Karottenkuchen. Erkennst du denn? Oh, oh, oh. Soll ich mal kurz übernehmen? Oder geht's so? Ne? Mhm. Ich habe schon seit 5 Jahren keinen Karottenkuchen mehr gegessen. Krass, dann verwechsel ich dich. Irgendjemand hat mir was von einem Karottenkuchen mal erzählt. Da quer durch die Stadt für Pferd. Das war nicht Felix. Wer war das? Weiß ich auch nicht, aber es war nicht Felix. Okay. Aber es ist echt gut, Alter. Schuhe geht auch im Bierkönig zu dem Türsteher, der völlig anders aussieht. Zeigt ihm ein gemeinsames Foto, was er mit einem anderen Türsteher gemacht hat. Guckt selber drauf und sagt, guck mal, ich habe gestern mit dir ein Foto gemacht und sieht selber, dass er das nicht ist. Der sah ihn völlig überzeugt. Ich war so, ich guck so rauf, geh so hin, ach, das ist der doch. Und lauf zu ihm, guck ihn ins Gesicht und wieder aufs Handy und denk mir so, naja, hast du da geschielt? Nee, er hat dir das gesagt, dass er das nicht ist und ich. Naja, und dann denke ich mir auch so, naja, hab ich da geschielt oder? Das war auf jeden Fall schwierig. Aber er hat sehr gelassen reagiert. Ich mag die halt. Ich rede gerne mit denen. Finde ich super. Okay. Ey, bevor es hier noch unangenehmer wird, wie gesagt, man kann hier frühstücken, Sandwich essen, Kuchen, bla, kommt der her, scheiß drauf, Ben & Jerry's, Mallorca, geht so halt, ne? Nichts Besonderes. Bye, bye.